Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida. Und wir sind wieder zurück in Drones for 2. Und ich habe so ein bisschen hin und her gescrollt für heute. Ich wusste noch nicht so richtig, was wir machen sollen. Es ist eigentlich so viel zu tun, dass ich mich nicht entscheiden kann, womit ich anfangen soll. Es steht an, Maschinenteile herzustellen und Waren herzustellen. Ja, ich weiß. Aber es steht auch an, den TGW zu bauen. Auch das muss ich machen. Ich weiß. Und je länger ich warte, desto schlimmer wird's. Deswegen schauen die ja auch gerade auf den Hauptbahnhof drauf. Das TGW-Gleis ist schon von Anfang an angelegt, beziehungsweise die Gleise. Das sind diese beiden hier in der Mitte, da sollte nichts los sein. Doch. Ah, nee, doch. Wie, hä? Weiß ich nicht. Okay, dann ist anscheinend nur dieses Gleis, was ich vorgesehen habe. Schon mal toll. Ganz toll. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ist egal. Also auf jeden Fall, diese beiden Gleise waren vorgesehen ursprünglich. Man sieht das hier. Anscheinend habe ich mir das so gedacht, dass der hier halt nur einparkt und nicht. Dass es keine zwei Gleise gibt. Also ursprünglich war meine Planung, einen TGW zu bauen, der von da hinten herfährt, dann hier an allen Ortschaften vorbei, in den Bahnhof rein, von dort aus dann wieder weiter runter, bis Meuron wahrscheinlich nicht. Das würden wir, glaube ich, auslassen. Oder? Vielleicht halten wir doch an. Weiß ich noch nicht. In Zürich halten wir auf jeden Fall an, sonst steigt wieder Marcel aufs Dach. Und dann hier unten nach Valence hin. Das war so der ursprüngliche Gedanke. Gut, ich habe jedenfalls diese Gleise schon angelegt gehabt für immer. Das hat immer schon. Und hier soll dann eben der TGW irgendwie in diese Richtung und in diese Richtung abzweigen. Aber weiter weiß ich noch nicht so richtig. Ich muss dann so viel Tunnel bauen hier vorbei irgendwie und ja, hier anhalten. Ja, nein, vielleicht. Oh, vielleicht für die roten Zahlen weg. Weiß ich auch noch nicht. Hier mal kurz im Stream mal diese Brücke gebaut für den ICE, der hier eigentlich vorbei rauschen sollte. Ich hatte die damals gebaut, damit hier diese. Was sagen wir da? Halbinsel? Nein, das ist keine Halbinsel. Da wird hier dieses Flussufer bebaut werden kann und wir nicht hinterher alles abreißen müssen. Der TGW wird dann hier aus der Wand rauskommen, hier und da drauf und dann hier irgendwie weiterfahren und danach. Hier vorbei ist ja alles kein Problem, aber wie kommt er hier in den Bahnhof rein und wie geht es denn hier unten weiter? Und es ist alles so ein Thema, so. Das sehe ich gerade noch nicht. Aber bevor wir jetzt zu was anderem übergehen, was wirklich wichtig ist. Wollte ich euch noch kurz zwei neue Mods zeigen, die ich jetzt geholt habe. Und zwar einmal, finde ich das jetzt hier? Vom Ingo. Der hat hier so Mauern. Die bietet er an. Komm, geh mal woanders hin. Auf die Wiese. Gibt's mal irgendwo eine freie Wiese? Mein Gott. Ich habe mich kürzlich im Stream beschwert. Oh, wäre es nicht toll, wenn wir so Ruinen bauen könnten. Das würde gut zu meinem Kolosseum hinpassen. Und hier haben wir eben jetzt diese Mauern. Und damit könnte man eben solche Ruinen machen. Ich habe die unten verlinkt in meiner Kollektion. Wenn ihr in der Videobeschreibung schaut, seht ihr eine Kollektion, eine Mod-Kollektion verlinkt und da ist die mit drin. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Mauer oder irgendwie sowas. Steinmauer, irgendwie sowas. Und genau, ihr könnt die Größe anpassen, ihr könnt dadurch Ruinen bauen, aber müsst ihr auch nicht. Wir können hier auch nicht gebogen machen und das geht auch in der Höhe nach oben. Und da kann man richtige Ruinengebäude bauen. Richtig cool. So, und dann eben auch diese hier, das sind so alte Gräber oder Türme, Turmruinen und so. Also das ist richtig, richtig cool. Finde ich sehr geil. Man kann aber diese Mauern hier auch als Begrenzungsmauer nutzen. Dafür ist dann auch irgendwie, das ist dafür auch mit in dieser Heckenmod irgendwie mit drin. Auch die habe ich verlinkt. Und da kann man die eben ziehen und dann so hinbauen. Zum Beispiel als Begrenzung für einen Weinberg oder an der Straße entlang oder sonst irgendwas. So eine ländliche Umgebung. Also ich finde es richtig schön. Und dann für den John vielleicht noch was, was ihn interessieren könnte. Er hat es vielleicht gerade schon gesehen. Hier, es gibt Gewächshäuser. Also, vielleicht hat er es auch schon gewusst. Ich habe sie nur heute gefunden. Und da kann man eben Gewächshäuser bauen. Und man kann da anscheinend auch irgendwelche Tomaten rein und sowas reinmachen. Pflanzentische mit Pflanzen. Kann man da alles denn da reinbauen und so. Also richtig nett. Reihe Tomatenpflanzen. So, ist es nicht schön? Also. Mein Gott! Was man nicht alles machen kann mit dem Spiel. Ich bin sehr begeistert. Ja, hier kann man richtig schön rumprobieren und so. Was ohne Glas? Achso. Aha. Ja, höchst interessant. Warum nicht auch mal sowas als Monument? Oder? Warum nicht? Also ich fand es sehr nett, aber ich habe gerade nicht die Muße, das irgendwo einzubauen. Obwohl ich es wirklich sehr, sehr schön finde. Ich muss mal überlegen, ob wir das vielleicht hier irgendwie. Ja, keine Ahnung, in unserer Kornkammer irgendwie so ein bisschen hinmachen, irgendwie.
irgendwo irgendwie, mir fehlt gerade so ein bisschen die Eingabe. Aber worüber wir wirklich sprechen müssen, liebe Leute, ist Valence. Das lässt sich, glaube ich, nicht mehr aufschieben. Guckt euch das mal an. Ist alles voller Stau. Ist richtig, richtig schlimm. Wir haben aber nur eine einzige Brücke. Und da müssen wir heute was machen. Und wir werden heute richtig mal reinballern hier bei Valence. Ich werde auch am Samstag ja keinen Stream machen. Also müssen wir das jetzt mal machen. Erst nächste Woche mal wieder ein Stream. Ja, wir fangen mal an. Wo geht denn überhaupt der ganze Stau überhaupt hin? Also, ich habe vorhin schon mal geschaut. Die stehen alle in diese Richtung hier. Ob das jetzt alles Rückstau ist? Also, das ist jedenfalls alles Rückstau bis hierhin. Und hier oben ist Stau in eine andere Richtung, ist also ein anderer Stau. Und hier unten ist sowieso alles kaputt. Da traue ich mich kaum hin. Aber wir gucken erstmal hier. Ich denke, das können wir irgendwie lösen. Wir waren schon tausendmal an dieser Stelle hier. Und hier liegt es eben daran, dass die hier die Spuren wechseln. Warum auch immer. Warum fahren sie nicht einfach geradeaus? Weiter. Aho. Ah, ja, okay, weil sie hier sowieso auf die mittlere Spur müssen, weil wir hier im Prinzip einspurig werden. Ja, okay, dann verstehe ich das. Was können wir da machen? Also. Das ist schon eine Weile her. Ich habe hier diese Busspuren mit Absicht hingelegt, obwohl da, glaube ich, gar keine Busse fahren. Doch, fahren. Ich hatte die mit Absicht hingelegt, weil wir sonst einen Stau von hier da zurück hatten. Aber vielleicht sollten wir das einfach die Straße ein bisschen vergrößern noch. Ich weiß auch nicht. Das Problem ist halt, hier haben wir eine Spur, hier haben wir zwei Spuren. Und die können jetzt ganz einfach auf die eine Spur drauf fahren und die anderen fahren einfach vorbei, so dass es hier keinen Stau gibt. Wenn ich diese Straße genauso groß mache wie diese hier, dann kommen sie sich in die Quere und da gibt es ein Problem. Was können wir dagegen machen? Was können wir hier nur machen, liebe Leute? Wird es hier bringen, die Straße zu verbreitern? Eigentlich nicht. Wir können höchstens hier vielleicht die Busspur wegmachen und hier, ich werde es mal versuchen, keine Ahnung, ob es irgendwie hilft. Wir nehmen diese große Straße, verbreitern das, falls es überhaupt geht. Es geht! Es geht! Hier mal ist die Busspur weg. Und dann gucken wir mal, ob sie jetzt beide Spuren weiterhin nutzen und die Busse fahren dann halt hier ran und sonst hoffentlich niemand. Und ihr seht, das sind uralte Busse. Was treiben diese Trottel hier? Was haben die in der Straße hingebaut? Ich fasse es ja nicht. Es scheint besser zu gehen. Sie wechseln nicht mehr die Spur. Und es scheint zu funktionieren, dass die Busse halt hier rechts rausfahren. Ja, da fährt auch ein Auto raus. Aber das sind Rechtsabbieger. Und da ist es, glaube ich, okay. Vielleicht hat es geholfen. Oh! Achso. Ich dachte, das Leute, die hier stehen. Nein, es sind nur Pflanzen, die hier stehen. Wieso wollen denn diese Volltrottel jetzt alle auf die rechte Spur? Ich krieg zu viel. Oh! Ne! Wir sind im Jahr 1990 angekommen. Es gibt 40 Tonner jetzt. Ach du Schande! Sind wir schon so weit? Unglaublich. Oh, komm, geh mal weg. Ja, wir sind soweit. Und es fängt an zu ruckeln hier alles. Oh nein, oh nein. Ja, warum machen sie das? Dieses rechts auf die rechte Spur abbiegen. Ja, als wäre es mit dem Jahr 1990 losgegangen. Jetzt ruckelt alles. Jetzt langsam wird es heftig, liebe Leute, mit dem Geruckel. Das ist aber auch alles genau an diesem Brückenanfang, wo sie alle anhalten. Diese verdammten Trottel. Ja, warum machen die sowas? Ich hasse es.
Ja, man kann es nicht verstehen. Man kann es nicht verstehen. Solange ich hier so hingucke, liebe Leute, und es tut mir leid, dass ihr alle mitgucken müsst, werde ich hier mal endlich dieses Kornfeld entfernen. Wie doof sieht das denn aus, dass hier die ganze Zeit Korn wächst? Also echt. Das muss doch nicht sein. So. Kann man da irgendwas machen? Also ich glaube, meiner Erfahrung nach ist es, glaube ich, so, dass es kommt, wenn man was geändert hat im Straßenverlauf weiter vorne, dass dann eben sowas entsteht, dass sie ständig bremsen. Vielleicht müssen die Autos, die im Stau standen, erstmal an dieser Stelle vorbei und danach geht's besser oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hat es denn wenigstens irgendwas gebracht hier im rückwärtigen Verlauf irgendwo? Nein, natürlich nicht. Aber wir können uns mal hier weiter umgucken. Wir lassen uns mal noch eine Weile laufen. Gott, was ist denn das? Was bauen die denn hier für Zeug dahin? Ich hasse es, wenn sie solche Treppen bauen. Selber schuld, wenn ich die KI halt machen lasse. Gott, ich hasse es. Ich hasse es, dass die sowas machen. Ich würde es am liebsten alles. Ich reiße es alles ab. So, alles weg. Das ist doch scheiße. Alle Häuser weg von mir aus. Wer macht denn sowas? Ich ärgere mich. Echt? Ich ärgere mich drüber. So, wir machen das jetzt besser. Natürlicher. So. Bei mir ist sogar da hinten drauf. Gut, jetzt sollen sie von mir aus da dran bauen, wie sie wollen. Aber diese Treppen immer. Und noch mehr Korn wird verdrängt, liebe Leute. So, was haben wir hier für lustige Späße? Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rückstau. In beide Richtungen haben wir Stau. Also als erstes wäre vielleicht nicht schlecht, die Straße ein bisschen breiter zu machen, oder? Und eine Busspur dazu. Und, Moment mal, ich hab's ja vorhin schon angedeutet, wir haben hier nur eine einzige Brücke bei so einer riesigen Stadt. Da wäre es vielleicht nicht ganz so schlecht, an dieser Seite und an dieser Seite noch eine Brücke zu machen. Damit sich das verteilt. Das wäre vielleicht wirklich nicht ganz so schlecht. Ich würde sagen, da fangen wir mal an. Da war eine Brücke von, ja, vielleicht gerade auf diese Straße drauf. Die geht schön durch. Von hier dahin. Jawohl, das sieht aus wie eine gute Idee. Gesagt, getan. Aha. Aha. Die darf jetzt auch moderner sein. Wir sind ja schließlich im Jahr 1990 angekommen. Eine moderne Brücke. Jawohl. Und die würde ich sagen, die mache ich dann breiter. Zusätzlich, weil es wahrscheinlich die Hauptbrücke bleiben wird, denke ich mal. So, dann mache ich hier noch eine Brücke. Also ist ja auch vollkommen klar, dass die jetzt alle sich an einer Brücke tummeln, wenn sie keine anderen Brücken nutzen können. So, wo gehen wir denn da hin? Ich würde sagen, wir haben hier so eine Querstraße. Endlich war kein Schachbrett mehr. Wir haben diese Querstraße und ich würde die gerne nutzen, hier drauf zu fahren irgendwie. Warum nicht? So. Schiffbar muss die Brücke sowieso nicht sein. Aha.
Es ist eine gute Idee. Mir gefällt auch hier dieser Knick wieder nicht, natürlich. Weil diese Volltrotteln immer Treppen bauen müssen. Kannst du eher so machen. Und hier dann ran. Also ich denke, das müsste dieser Brücke schon einigen Druck nehmen. Und dieser Innenstadt hier einigen Druck wegnehmen. Ist ja klar, wenn sich alles hier sammelt, das kann ja gar nicht gut gehen. So, und jetzt kümmern wir uns um die. Mal gucken, ob wir die verbreitern können. Und zwar gleich ganz breit mit Busspur. Weil da eben unsere LKW ist immer feststehen. Geht natürlich nicht! Ach. Soll ich jetzt abreißen? Wahrscheinlich sollten wir das tun. Denkmal geschützt und schnell weg. Weg damit. Na gut. Wir machen die so wie vorher mit diesen Brückenpfeilern. Also mit dieser alte Brücke. Was ist denn das? So ist eigentlich okay. Damit man meinen könnte, es wäre schon immer so gewesen. Das ist eine alte Brücke aus dem 16. Jahrhundert oder so. Ist sie nicht. Allein die Breite passt nicht dazu. So, hier werden wir jetzt auch breiter machen. Sollen wir genauso breit weitermachen? So. Jetzt rauschen sie dahin. Und jetzt haben wir genug Spuren, um nach links, nach rechts und geradeaus, was weiß ich, rumzuwechseln. Jetzt können sie in alle Richtungen fahren. Und von daher finde ich es auch okay, wenn wir hier diese breite Straße auf drei kleine Straßen treffen lassen. Weil das wird sich hier hoffentlich verlaufen. Wir haben das, also man sieht das hier ja ganz gut. Linksabbiegespur, eine reine Linksabbiegespur, das ist sehr schön. Eine geradeaus und eine Rechtsabbiegespur. Und für die Busse haben wir ja noch diese hier. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Die Busse wollen nur nicht nach rechts. Vielleicht sollten wir die Busse nach rechts schicken, auch wenn es ein bisschen länger ist, der Weg. Ja, aber sonst kommen die sich hier wieder in die Quere. Ja, eigentlich nicht schlecht, wenn wir schon eine Busspur haben, wenn sie auch nach rechts weiterfahren würden. Was haben wir denn hier? Die rosa Linie und die grüne Linie. Die grüne ist für Stein. Die bringen, also das sind die, die den Stein hier abholen und zum Ziegelwerk fahren. Wo ist denn das? Da. Ja, die müssen eigentlich nach links. Und eigentlich ist vollkommen richtig so, die hier geradeaus weiterfahren zu lassen, richtungsmäßig. Aber ich glaube, stautechnisch wäre es besser, wenn wir das hier, wenn wir die hier nicht vereinigen würden mit der mittleren Spur, sondern wenn wir die nach rechts schicken. Ja, komm, wir machen das. Wir setzen Wegpunkte. Dahin. Es tut mir dann halt sehr leid, dass die hier kreuzen müssen, über diese Straße rüber. Und eigentlich ist diese Unterführung ja dafür da, dass da niemand mehr kreuzen muss. Oder wir machen die halt einfach breiter hier, die Unterführung, mit Busspur. Und dann gehen sie sich auch gegenseitig aus dem Weg. Geht sogar. Ja, ist halt trotzdem nicht so geil, wenn es hier Leute gibt, die nach rechts abbiegen wollen. Und die fahren halt geradeaus, auf jeden Fall, obwohl sie ganz rechts sind. Was wir auf jeden Fall machen sollten auch, um die Straßenbelastung zu verringern, ist die mal austauschen. Wir haben jetzt die 40 Tonner, da müssen wir nicht wirklich mit 190 Jahre alten LKWs rumfahren. Rate 159, das ist natürlich gar nichts, das Ding haut 400 raus. Also wir setzen die einfach mal komplett durch die 40 Tonner. Da sind sie doch. Ja. Oh! Jetzt habe ich die falschen genommen. Bin ich doof? So, jetzt Unterhalt. Gut.
Gut, also jedenfalls werden. Achso, das hab ich, ich habe sie noch gar nicht umgelegt. Ich laber und laber und mache einfach nichts. Sehr gut. Also, eins. Wegpunkt lassen wir weg. Ja, wir würden sonst eigentlich nach links abbiegen, aber wir wollen natürlich keine Linksabbieger. Auf dem Rückweg dürfen sie von mir aus hier so fahren. Wahrscheinlich sogar ganz gut. Aber rechts, nein! Da habe ich jetzt keine Wegpunkte gesetzt. Scheinbar nicht. Oh nein. So. So, also, das sieht schon mal besser aus. Die fahren jetzt nach rechts. Niemand steht mir im Weg rum. Diese Wegpunkte können wir eigentlich entfernen. So, halt nur mal gucken, was jetzt diese rosa Linie macht. Ja, die fährt eine ganz heiße Meile irgendwie. Kann die überhaupt irgendwas, diese Linie? Komm, zeig mal hier. Nein, die macht Verluste! Aber es fahren doch einige Leute mit. Ja, ich weiß nicht, die ist nicht gut gemacht. Also, mal kurz zur Erklärung. Fängt hier an, fährt zum Bahnhof durch die halbe Stadt. Fährt dann nach unten. Also, ich habe die Zickzacklinie genannt, weil diese zickzackmäßig durch den Ort fährt und immer die Bahnhöfe da hinten anbindet. Also fährt hier hoch zum Bahnhof, fährt hier unten zu diesem südlichen Teil, der außerdem noch weitere Busse eigentlich braucht, fährt dann hoch zum Bahnhof und fährt dann... Was? Den gleichen Weg wieder zurück? Wie? Was? Das ist bescheuert. Das ist auch völlig bescheuert, echt. Wir werden das alles ändern. Also, hier ist ein Riesenteil, wo keine Buslinie ist. Wie bescheuert ist denn das? Wir werden diese Linie jetzt nicht mehr da hochfahren lassen, sondern wir lassen sie jetzt da hochfahren, dahin und dann hier irgendwie zurück. Also echt. Gut. Mäßig gut. Wir werden aber ein bisschen umbauen. Der ICE ist da. Nein, ich glaub's ja nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich weiß, dass einige sich von euch überhaupt nicht dafür interessieren, für diese ganzen Verkehrsgeschichten und so. Und sich darüber auch nicht so gerne Gedanken machen. Es tut mir leid. Aber heute ist mal wieder so eine Folge. Also, der kommt von hier oben runter, fährt dann zickzackmäßig hier zu dieser Jahnstraße, um dann über die Brücke zu fahren, also durch die Unterführung zu fahren hier und dann auf die Brücke zu fahren. Aber da der hier ein Rechtsabbieger ist, würde ich den eher, würde ich hier unten eher noch eine Haltestelle machen und dann biegt er hier rechts. Geht gar nicht. Also eine Brücke. Würde ich hier eine Haltestelle machen. Oder halt auch nicht. Vielleicht würde ich es halt hier hinsetzen. Dahin. Dann biegt er hier rechts ab und fährt hier rechts drauf. Wunderbar. Und wenn er dann zurückkommt, schicken wir ihn auch hier nach rechts und dann da hoch. Beziehungsweise... Doch, ja. Na gut, also ich werde hier mal kurz umbauen. Es wird sich hoffentlich alles ergeben. Wir bauen jetzt hier eine Haltestelle hin. So, das verlegen wir auch gleich. Dann haben wir das erledigt. Also, hier ist die 7. Jetzt fährt er hier zur 8 hin, um dann hier rechts abzubiegen. Wir lassen die 8 weg. Und lassen ihn hier herfahren. So. Da würde er nämlich sowieso herfahren wollen. Was ist jetzt hier los? Ach so. Ach so, ja sicher. Der fährt hier runter. Dann da hoch, dann den ganzen Weg dahin. Und dann fährt er halt den ganzen Weg wieder zurück. Und fährt nochmal wieder da runter. Ja, für den Rückweg müssen wir uns noch was anderes überlegen. Irgendwie, ach, weiß ich jetzt auch nicht. So, 8. 9. Diese blöde Zickzacklinie. Ich habe damals gedacht, das ist eine gute Idee, aber ich weiß nicht mehr mittlerweile, ob das so eine gute Idee ist. Gut, also wir sind jetzt hier unten und fahren jetzt wieder nach oben. Und zwar müssen wir hier noch eine Bushaltestelle irgendwie hinmachen. Was sagen wir das? Ich habe gerade selbst nicht so richtig einen guten Plan. Machen wir eine hin. Komm, zeig mal her. Oh Gott, ich hasse diese Linie. Die ist so lost irgendwie. Gut, er hält dann hier an. Wir lassen ihn... Weiß ich auch nicht.
Also aktuell ist so, er fährt dann da oben über diese Jahnstraße und dann halt da weiter. Die Jahnstraße ist eigentlich ganz okay. Ja, zwei Jahnstraßen. Das macht es nicht besser. Ich werde es ja eben alleine fixen, die Leute. Jetzt sitzen wir da zu lange dran. Ich werde das jetzt mal ein bisschen rumtüfteln und hinterher wird es besser aussehen. Merkt euch, wie es aussieht, wie scheiße es aussieht und nachher wird es hoffentlich gut aussehen. So, liebe Leute, das war jetzt ein bisschen Getüftel, aber es passt jetzt besser. Es sieht zwar nicht so aus, als würde es gut passen, aber es passt ganz gut. Ihr seht, wir haben hier keinerlei Linksabbieger mehr auf dieser Brücke. Gott. Ich hoffe, ich habe jetzt hier kein Mist gebaut. Also, diese rosa Spurlinie, die geht jetzt hier runter bis zu den Steinen. Das hat man ja schon wie gehabt. Dann geht es hier eben rechts weg über den Haltepunkt, Wegpunkt. Dann hier hin. Ich habe hier ein bisschen abgerissen. Was ist denn das? Das war die KI gerade hier. Nein! Okay, die KI kann ja von mir aus, oder wir können ja von mir aus eine Straße hin machen. Aber doch nicht hier direkt. So, von mir aus. Wenn Sie meinen. Gut, jetzt ist deine Ampel entstanden. Gut. Okay, also ich habe hier gerade eben noch eine Unterführung hingemacht. Die war vorher noch nicht da. Einfach damit der Bus oder damit die Busse hier über diese Straße drüber fahren können. Oder drunter durch, ohne sie kreuzen zu müssen. Also wir fahren jetzt hier entlang. Dann durch das Gebiet, wo ich gesagt habe, wir werden es anbinden. Das ist jetzt alles neu. Da hoch. Dann hier auf dem alten Weg wieder zurück und hier eben weiter irgendwie. Und auf dem Rückweg das Ganze wieder nach oben. Da, hier unter. Durch diese Unterführung durch. Geradeaus hier rüber unter eine weitere Unterführung. Hier wieder runter. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert. Gut, hier wieder runter und am Ende biegen die dann auch hier ab. Sie werden also nicht hier links abbiegen, so wie es eigentlich sollte, sondern sie werden hier abbiegen und dann hier entlang fahren und da weiterfahren. So, ich hoffe, das ist soweit klar und ich hoffe, es hilft uns ein bisschen weiter. Die Busverbindung ist jetzt hoffentlich besser geworden. Und hier stehen jetzt alle im Stau. Ja, immer noch. Also ich glaube, mit Valence könnten wir uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich bin nicht sehr glücklich. Was ist jetzt hier? Ist der Rückstau zurückgegangen? Ja, es scheint ein bisschen zurückgegangen zu sein. Also der von dieser Kreuzung hier. Das sieht, glaube ich, jetzt besser aus. Nicht unbedingt. Die fahren eigentlich bloß auf der rechten Spur. Boah, wie ich diese Autos hasse. Warum nutzen sie die linke Spur nicht? Warum? Ich hasse es wirklich so. Das ist so bitter. Die wollen halt hier geradeaus fahren. Aber ihr könnt auch die linke Spur nutzen. Also es scheint besser geworden zu sein. Das stimmt mich fröhlich. Oder? Ist es besser geworden? Ich bin mir nicht so sicher. Na gut, lass mal, das war noch eine Weile. Schlimm genug. So, und jetzt haben wir hier das nächste Problem. Diese Kreuzung hier nämlich. Da kommen die Leute von links und wollen da drauf oder halt auch kreuzen und einfach rüberfahren. Was dafür, dass wir hier eine Brücke hinmachen. Hey. Stadtverkehr regeln, liebe Leute. Das ist schon was Hartes. Das ist schon hart. Ja, ich bin wirklich dafür, dass wir eine Brücke hinmachen. Oder eine Unterführung, ist mir egal. Hauptsache weg. Ich werde halt sehr knapp, fürchte ich. Steigung zu groß. Das geht so nicht. Ja gut, man sieht es hier auch. Die Landschaft ist ja schon so ein bisschen besser hinbekommen. Die Straße ist ein bisschen höher. Die höher? Die liegt ein bisschen höher. Da kommen wir mit der Brücke natürlich nicht so gut klar. Da würde ich sagen, versuchen wir das mit einer Unterführung. Liegt ja dann auch nah irgendwie. Nein, das geht auch nicht. Na gut, wir werden schon hinbekommen. Ich werde das hier mal allein ein bisschen versuchen, liebe Leute. So, liebe Leute, da ist der Tunnel. Das war fast Magie. Ich habe da sowas von rumbeschissen. Und es ist 100 Mal teilweise wieder abgerissen und neu aufgebaut. Also, aber es funktioniert jetzt. Es war am Anfang nicht möglich, dieses Portal hier hinzubekommen. Es saß aber so halbwegs hier unter der Straße und es
Funktioniert jetzt. Ich bin fast ein bisschen stolz. Fast. So, hier noch. Was machst du da? Bist du verrückt? Ist es sinnvoll? Weiß ich nicht. So, sieht gruselig aus. Gruselig! Nein, nicht. So. Gut. Okay, wofür habe ich das gemacht? Achso, damit die Leute... Man kann es ja... Das ist ein bisschen verwirrend, oder? Damit die Leute, die von hier kommen, nicht wie bisher auf diese Straße drauf fahren, sondern die fahren jetzt drunter durch. Und es sieht so aus, als fahren die auf die Straße, weil das Portal hier ist und hier geht die Straße weiter. Aber nein, die fahren jetzt hier entlang und kommen da hinten wieder raus. So, wer jetzt auf diese Straße drauf will, muss auf diese Kreuzung. Und das ist ein großes Problem. Da müssen wir vielleicht mal ganz groß abreißen und einen großen fetten Kreisel in die Mitte machen, weil hier kommen sie von unten, ganz, ganz viele, aber auch von hier und von hier. Also wir brauchen ja eigentlich im Prinzip ein Dreieck irgendwie. Und ich glaube, wir werden hier einen großen Kreisel machen, ausnahmsweise mitten in der Stadt. Und das wäre vielleicht genau der richtige Ort, liebe Leute, für unsere Siegessäule. Ja, ich glaube, das machen wir. Auch wenn die Stadt ein bisschen leiden muss. Wir reißen hier mal großflächig alles weg. Bauen nicht möglich. Was? Ich will nicht bauen. So doof. Ach komm schon, ist es dein Ernst? Ich darf jetzt hier nicht abreißen, oder was? Warum das? Warum zur Hölle? So, ich habe es unter viel Gemotze irgendwie abgerissen bekommen. Und jetzt haben wir ja halbwegs Platz für einen halbwegs ordentlichen Kreisel. Das müsste jetzt eigentlich hier zu finden sein irgendwo. Unter Straßenkonstruktion. Wo ist es? Also Straßenkonstruktion hier. Ha! So, wird ein großes Ding. Großer, großer Kreisel. Können wir so hier noch ein bisschen was wegmachen? Ja, liebe Leute, ihr seht das hier. Das ist die Siegessäule. Das wäre richtig, richtig geil an dieser Stelle. Mitten im Ort. Richtig, richtig cool. Ist nur riesig. Ich hätte nicht gedacht, dass die so riesig ist. Aber ich will sie haben. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen, ausnahmsweise reiße ich hier diese Industrie hier ab. Normalerweise mache ich das nicht so gerne. Aber in dem Fall vielleicht schon, weil hier gibt es eh keine Felder mehr. Dieser Bauernhof wurde komplett beschnitten. Wir können den abreißen von mir aus zugunsten dieser wirklich wunderschönen Siegessäule hier. Und ich glaube, wir machen das. Rums, jetzt haben wir Platz. Meine wunderschöne Unterführung werde ich auch wieder wegmachen. Alles zugunsten der Unterführung. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir mit diesem dicken Ding da klarkommen wollen. Da muss eine Straße drumherum. Wir brauchen echt Platz hier. Ich werde hier mal. Also, das wird jetzt schon wirklich viel sein, was ich abreiß. Und das tut mir ein bisschen leid, aber. Es muss sein. So, liebe Leute, da ist sie doch. Die Berliner Goldelse, wie man so schön sagt. Habe ich mir sagen lassen. Da steht sie und ihr habt jetzt noch gar nicht gesehen, wie es aussieht. Ich habe da auch ein bisschen viel abreißen müssen. Wir gucken auch gleich mal, wie es aussieht. Mal gucken, ob das funktioniert mit dem neuen Kreisel. Oh. Kann sein, dass ich noch die falschen Spuren habe. So sieht das Ding jetzt aus. Ich glaube, ich habe echt noch die falschen Spuren. Ja, falsch rum. So. Jetzt aber, jetzt passt's. Gut. Also ich habe bisher einen großen Kreisel gemacht und ihr seht, wir haben da jeweils Zu- und Auffahrten. Zu- und Abfahrten, so. Was ist denn hier? Linksabbieger, oh Gott. Da geht schon los. Verdammt, der Linksabbieger-Bande. Ja, diese Zu- und Abfahrten, die machen es den Leuten einfacher, da jetzt nicht im rechten Winkel abbiegen zu müssen. Hier muss ich das, glaube ich, erst alles ein bisschen klären. Diese Unterführung, die wir eben noch hatten, die ist jetzt hier. Geht bis hier drüben hin. Also mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe jetzt wirklich viel abgerissen. Das ganze Gebiet hier, inklusive dem Bauernhof hier oben, ist alles weg. Mal gucken, wie sich das alles neu hinbauen wird. Das wird sich dann, glaube ich, zeigen. Ich denke, der Stau wird sich irgendwie verlagern. Es ist jetzt nur halt einfach so, dass hier statt der Straße, die jetzt hier so durchging, in der Kurve, und dann hier hat er diese Straße, die ist er da so drauf getroffen als T-Kreuzung. Und da gab es dann eben Stau. Das ist jetzt dieser fette Kreisel und mal gucken, ob das funktioniert. Aber im Moment sieht es aus, als würden sie den Kreisel doch eher meiden.
Was macht ihr da? Ja, das muss ich, glaube ich, alles jetzt ein bisschen sortieren. Liebe Leute, ich finde es aber schön, dass wir jetzt die Siegesallee hier haben. Und ich finde, einen besseren Platz dafür kann es eigentlich fast nicht geben. Das Ding ist halt einfach, naja, vielleicht schon ein bisschen zu groß, oder? Scheiße! Jetzt hätte ich nicht das eskalieren können. Das Ding ist so groß wie, ist größer als ein Hochhaus. Ah, nein, ich hätte skalieren können. Ihr lacht mich alle aus jetzt. Ja. Diese Größe hätte gereicht. Liebe Leute, ich glaube, ich werde das alleine nochmal umbauen. Es wird sich nicht viel tun. Ich werde den ganzen Kreis nur ein bisschen kleiner machen. Ich bin ein Trottel. Aber das ist echt zu groß. Also größer als ein Hochhaus. Das muss natürlich nicht sein. Ich werde das umbauen. Und wir gucken es uns gleich an. Ich weiß, die Folge ist zu lang, aber ich werde es jetzt ruckzuck alleine machen. So, da bin ich wieder. Ich denke, das sieht jetzt besser aus. Ist nicht mehr ganz so extrem krass. Ich hoffe, das wächst auch alles wieder schön zu. Und ich hoffe, sie benutzen es auch, weil sonst wäre das alles ein bisschen umsonst. Im Moment stehen sie alle hier auf dieser Straße, die eigentlich nur für Busse da ist. Aber das sind wahrscheinlich all die Leute, die ich jetzt hier gelöscht habe irgendwie. Die müssen ja irgendwie erstmal wegfahren. Also ich hoffe mal, das bringt hier was. Wir werden sehen, liebe Leute. Die Folge ist schon viel zu lang geworden. Das ist das Schlusswort. Wir gucken nächstes Mal ein bisschen, wie das hier weitergeht. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch das gefällt hier, diese Lösung. Ich hoffe, es bringt was. Und dass wir jetzt hier endlich ein ordentliches, halbwegs ordentliches Dreieck hier geschaffen haben, hier mitten in der Stadt, wo dann eben die von hier unten, die von hier ganz rechts und die von oben aufeinandertreffen können. Ich hoffe mal, es funktioniert. Liebe Leute, dann ist es jetzt Zeit, mich zu verabschieden. Ah, wie ihr seht, habe ich hier auch. Ich konnte es nicht lassen. Habe ich hier noch eine Hecke hingestellt. Ohne Hecke geht es nicht. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich. Und wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida, tschüss.